Willkommen zurück zu Witcher 3, das Märchenland im DLC Märchen und Wunder. So, wir sind immer noch im Märchenland, wer hätte gedacht. Wir haben gerade die finstere Hexe besiegt und suchen jetzt Jos, der hinter allem steckt. Ich habe echt gesagt, ich kenne das entsprechende Märchen dazu übrigens nicht. Muss generell sein, dass ich was Märchen angeht, echt ziemlich unbewandert bin. Ich kenne echt nicht viele. Also, so halb. Also, ich glaube, meine Oma väterlicherseits hat immer Mühe gemacht, irgendwelche Vorsicht, Kobolde! Brennen die. Die brennen halt nicht. Das sind ganz schön viele. Die brennen. Warte, die sind eigentlich ideal, um mein Schwert zu leveln, oder? Warte mal. Das sind die Gegner, die ich mir immer gewünscht habe. Einfach zu besiegen, ne? Ah, zu wenig. Ich brauche mehr von diesen Kobolden. Jawohl. Zwei Level Ups für mein Schwert. Das leider gerade ganz verrückt ist. Prinzipiell sieht man von den Kobolden nicht viel, aber mein Schwert ist schon wieder in. 50% oder da habe ich doch genau das Richtige für. 90% oder naja. Ich habe das Gefühl, das Schlagschwert brauche ich in nächster Zeit nicht mehr. Das gute Eron-Ding. Bestes Schwert überhaupt. Hast du noch was zu erzählen? Wir können nicht die nettesten Kobolde, die ich je gesehen habe. Die wurden hier postiert, um die Märchenwelt vor Eindringlingen zu schützen. Also vor dir. Aha. Warum bin ich denn bitte schon ein Eindringling? Das verstehe ich immer noch nicht. Oh, ist plötzlich hier? Also ist hier auf jeden Fall ein Pferd. Einhörner. Fangen wir sie ein. Dann müssen wir nicht mehr dauernd laufen. Ich nehme das in rosa. Ich finde es schön, dass dieses Einhorn Plötze heißt. Aufregend, nicht wahr? Erinnert mich an meine Kindheit. Mich erinnert es an was ganz anderes. Erzählst du es mir? Lieber nicht. Also ist wirklich alles da. Also das ist eine schöne Märchenwelt, oder? Stücke. Ah, ist Jost der kleine Junge, der. Ist Jost der Junge, der gesagt hat, dass der immer Wolf geschrien hat und dann hat ihn keiner mehr geglaubt? Warte, für die Wölfe benutze ich gerade mein Schallschwert, oder? Ja, okay, warte. Oh, das ist überschaut. Jawohl. Die Anna scheint sehr nett zu sein. Also prinzipiell müsste ich die andere Seite auch nochmal spielen, was mit Orianna finden. Das hört sich eigentlich ähnlich interessant an, muss ich mir ganz ehrlich sagen. Also das ist, wenn da jedes Mal so eine Quest kommt. Schon gut, es ist vorbei. Nein, ist es nicht! Da kommen mehr! Noch ein Wolf! Hinter dir! Hör gar nicht hin. Er lügt immer. Ach so, der Junge, der immer Wölfe ruft. Wie auch jetzt. Nur dann nicht, wenn wirklich welche da sind. So ist es. Hör mal, Kleiner. Hans sagt, dass du weißt, wo seine Bohnen sind. Ich weiß nichts. Überhaupt nichts. Pass bloß auf, die Wölfe kommen. Das, der gute. Fragen wir erstmal. Das wird interessant. Also, fangen wir an. Nehmen wir ganz kurz an, du wüsstest, was aus der roten Bohne geworden ist. Wo wäre sie nie und nimmer? Auf keinen Fall hat sie jemand verschluckt. Oh nein, bestimmt nicht. Natürlich nicht. Und wer hätte sie auf gar keinen Fall verschluckt? Ein Mensch. Der menschlichste Mensch im Land der tausend Märchen. Wölfe! Rette sich meckern! Und langsam langweilig, oder? Der menschlichste bestimmt Mensch. Bestimmt weißt du nicht, was aus der blauen Bohne geworden ist, oder? Keine Ahnung hast du. Was? Ich hab gehört, die liegt irgendwo im Freien rum. Einfach so? Und niemand bewacht sie? Genau. Dreimal niemand. Hilfe! Wölfe! Er ist nicht besonders glaubwürdig. Die gelbe Bohne. Du hast keine Ahnung, wo die ist, richtig? Die ist irgendwo ganz tief unten. Sehr, sehr tief. So tief, dass sie mitten in der Erde ist. Und wer hat sie? Ein glatzköpfiger Bauersknecht, der überhaupt nicht auf jemanden wartet. Nicht im geringsten. Ihr Leute! Wölfe!
Sag das noch einmal und ich hau dich in Stücke und füttere die Fische mit dir. Kapiert? Können wir das machen? Ja, und wir müssen los. Also gut, wir sollten aufbrechen. Nehmt euch vor den Wölfen in Acht! Ich habe irgendwie das große Verlangen, Morden durch mit dem zu reden ist gar nicht so leicht. Wirklich? Man muss doch nur daran denken, dass er immer lügt. Oder die Wahrheit umdreht, um genau zu sein. Mhm. Und wohin jetzt? Weiß nicht. Wir sollten wohl noch ein paar Märchen besuchen. Die wichtigen jedenfalls. Vielleicht verstehen wir Jost dann besser. Es sind nicht viele. Rotkäppchen, je drei Schweinchen und Bären und natürlich Goldlöckchen. Dann Rapunzel und dieses Mädchen, das Zündsteine verkauft. Ah, gut. An die Arbeit. Immerhin haben wir Einhörner. Übrigens, die Einhörner sehen verflucht finster aus, wenn man darüber nachdenkt. Guck dir das Ding mal an, das Vieh. Unglaublich. Du musst diesen Ort geliebt haben. Zuerst schon, aber Kinder langweilen sich schnell. Sogar Teegesellschaften mit lauter kichernden Prinzessinnen werden irgendwann fade. Was hast du dann getan? Enteneier in Schwanennester gelegt. Sowas in der Art. Oder der Prinzessin die Erbse geklaut. Ich glaube, die schläft heute noch. Oh, schau, der Kaiser von Nilfgaard. Er ist gekommen, um mit seinen neuen Kleidern anzugeben. Schneller! Na los, Dings! Gerald, die brauchen Namen. Meins nenne ich Anis. Und ich meins Plötze. Plötze? Im Ernst? Ach. Ja. Lauf, Plötze! Plötze hat gar keinen Sattel. So, wir finden die drei Zauberboden. Jawohl. Ach, scheiße, was seid ihr denn? Ach, Kobolde schon wieder. Eigentlich sind Kobolde nur meine. Oh, was? Es gibt hier. Tabak, erster Güte. Fistech, rein wie Tränen einer Jungfrau. Was? Fistech, rein wie Tränen. Wo ist denn an die Dingsbumsische Welt? Warte, ich muss meinen Lieblingsgegner noch kaputt hauen. Fuck, glaube ich. Ey, die Kobolde sind echt das Optimum, was das Leveln von den Schwert angeht. Guck das mal an, wie gut das geht. Nein, verflucht! Ich brauch noch einen. Nein! Keine Kobolde mehr. So in Elend. So. Hier oben gibt's Fistech. Katze? Guck mal, die Katze hat einen Hut auf. Zündsteinmacher? Was haben wir hier? Frische Waren. Tabak, Fistech, Alkohol. Von Absinth bis Wodka aus reinem Getreide. Der Kunde ist König. Das Mädchen, das Waren verkauft. Vormals das Mädchen, das Zündsteine verkauft. Person gesucht. Aus meinen Eier ist das etwas Riesiges ausgeschüttet. Ich vermute, dass mich meine Ehefrau mit einem der sechs Schwäne betrogen hat. Auch wenn sie alles abstreitet. Ich bezahle gutes Geld für ihren Hinweis, die Schuld belegen. Garantiere vollständige Geheimhaltung. Die Ente. Ungewolltes und unerwünschtes Kind gesucht. Ungewollt unerwünschte Kinder gesucht. Pummelige bevorzugt. Dünne werden aber auch genommen. Hexe. Wem gehört dieser Schuh? Auf den letzten Ball letzte Nacht habe ich mit einer Dame getanzt mit blonden, hochgesteckten Haaren, blauen Augen. Punkt Mitternacht verschwand sie und ließ einen gläsernen Schuh zurück. Alle Frauen im Lande der tausend Mädchen Märchen haben vor mir zu erscheinen. Sollen den Schuh anprobieren, damit ich die Dame finde und die Hand anhalten kann. Wenn nicht erscheint, wird zur Strafe ausgepeitscht. Prinz Hubert. Pfoten weg von meiner Matratze. An den Spaßvogel, der mich immer wieder unter der Matratze legt. Das ist die letzte Warnung. Wenn ich dich erwische, lasse ich dich auspeitschen mit einem heißen Eisenbrandmarken. Die Haut abziehen zum Schluss. Pferde in Stücke reißen. Prinzessin Alexia. Auftrag ganz verloren. Ein wunderbares Märchenland. Jemand verfolgt mich. Ich fühle, dass ich beobachtet werde. Da ich das aus dem Wolkenschloss hervorgekommen bin, helft mir, bevor es zu spät ist. Babina, die ganz bekannt als Gans, die goldene Eier legt. Psst. Ich weiß, Jos behauptet, dass er es ist, aber er ist es nicht. Krieg ich den Auftrag gut? Ja! Auftrag von einer Gans. Das ist neu. Willst du dich wirklich damit aufhalten? Ein echter Hexer hilft jedem Geflügel in Not. Zauberstaub? Zigarillo? Tabak? Eine Prise Fistech? Wie war das? Aus welchem Märchen bist du? Ich hab mal Zündsteine verkauft, aber die wollte keiner haben. Da hab ich umgesattelt. Jetzt verkaufe ich alles, was Spaß macht. Was wollt ihr denn haben, meine Lieben? Zauberbohnen. Hast du welche? Wenn ich es noch nicht aufgezählt habe, dann hab ich es nicht, meine Spatzen. Aber vielleicht mögt ihr... Hey, woher hast du das Band? Das ist meins. Ach was? Warum lag es dann in den Büschen? Was man findet, darf man behalten, Süße. Ich warte nicht nur noch darauf, dass wir irgendwelche Märchencharaktere einfach abstechen. Da hätte ich ja richtig Bock drauf. Einfach durch die Märchenwelt und Morden einfach alles weghauen. Da gibt es auch schon verschiedene Adaptionen, ne? Was?
Das Band, verrätst du mir, was es damit auf sich hat? Da gibt es nicht viel zu verraten. Ich habe es von Artorius Vigo bekommen, als ich noch klein war, um mich vor dem Bösen zu schützen. Hat wohl nicht funktioniert, wenn ich mir ansehe, was aus mir geworden ist. Aber es bedeutet dir was. Wie soll ich sagen? Ich habe nicht viele Andenken an meine Kindheit. Und das Band erinnert mich an alte Zeiten. Als ich noch jemand anders war. Meine Lieben, würde es euch viel ausmachen, diese rührende Szene anderswo fortzusetzen? Ihr vergrault mir die Kunden. Der Kater! Tja. Gib Sienna das Band. Warum denn nicht? Zuckerschnäuzchen, das Einzige, was es bei mir umsonst gibt, ist die erste Dosis, damit ihr auch schön wiederkommt. Alles andere müsst ihr bezahlen. Und wenn ich dich freundlich bitte? Dann spiele ich vielleicht darum. Karten. Das ist keine gute Idee. Warum müssen solche Sachen hinter Gwint sein? Was? Ich kenne... Was genau hast du noch zu verkaufen? Wie ich schon sagte, Tabak? Hat sie wirklich nur das? Oh, was hat sie denn jetzt noch alles im Angebot? Goldener Ball, kann man... Was? Goldener Ball? Goldfaden? Fistech? Gedeck. Teures Spielzeug, warte mal. Das Ding ist aber, die Gelegenheit wäre günstig, was zu verkaufen, aber habe ich vielleicht genug sinnlosen Lebkuchen, ist klar. Vergiftete Apfel, was? 15 von 10 vergiftet, aber er regeneriert Vitalität. Also der vergiftete Apfel bringt mich lustigerweise nicht um. So wie man das eigentlich erwarten würde, oder? Aber kann ich irgendwelchen Scheiß verkaufen? Ich hab da eigentlich, ich bringe hier nicht mal jede Menge Mist. Was ist hier? Kann man denn sowas gebrauchen? Zauberstab? Das ist auf jeden Fall Geld wert. Das ist schon mal viel wert. Was ist das hier noch? Warte mal, wie war das? Was ist das hier? Warden, Urin der Verächterin. Ach ja, das war ja das Ding. Ja, warte mal, ich hab hier noch. Hier, den Anti-Vampir-Club auch finde ich besonders gut. Aber das ist ja nichts wert. Was ist das hier noch? Goldener Saphirring? Oh fuck. Ich hab gerade komplett was. Ich hab gerade den Urin der Verächterin verkauft. Naja, was soll's. Die kommt man, glaube ich, tragen, die verzierten Schilder, oder? Was ist das hier noch alles? Versilberte Weinflasche aus Buclair. Was ist das denn hier? Was ist silberne Pantalons? Clemare. Das ist ein goldener Kandel, aber überhaupt nichts wert. Das ist eigentlich ein echtes Elend. Ist das jetzt die Laute von irgendjemandem besonders? Nö. Das ist eigentlich sehr schade, dass im Verkaufsmenü drin steht, was man da eigentlich... Oh, jetzt habe ich gerade ein Buch verkauft. War das wichtig? Nö. Ja, ich könnte jetzt nicht... Ich könnte jetzt hier schön mein ganzes Inventar verkaufen. Zack, 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 zack. Oh. So, gut. Habe ich jetzt hier noch hier die Macht dazu? Sie ist fein bei einer Pleite, ist ja schön. Dann kann ich jetzt ja guten Gewissens das Ding ins kaufen. Oder kann ich hier noch vielleicht ein Schwert andrehen? Hast du Interesse an diesem schönen Schwert, das leider teurer ist als Geld bei, ist verflucht. Hast du vielleicht Interesse an diesem schönen Schwert? Genau, hier, 113 Gold. Nimm hin das Ding. Es hat leider kein Gold mehr, 16 hat sie noch. Oh, warte mal. Das Bild möchte ich ja nicht tatsächlich behalten. Das wollte ich ja nicht nur aufhängen. Ich bin ja gerade geneigt, so einen scheiß Goldapfel zu kaufen. So einen goldenen Ball. Wovon? Alter, ist das ein... Das sieht aus wie diese, der sieht aus wie so ein Dragon Ball. Wenn wir ganz ehrlich sind. Egal. Lassen wir das. Ja. Gut. Ich bezahle für das Band. Reicht das? Ja. Jetzt schert euch weg. Kann ich die nicht einfach abstechen? Warum ist das keine Option? Das? Gut, erzähl's mir. Wie? Was du als Gegenleistung willst. Aus Herzensgüte tust du es wohl kaum. Ich will nichts dafür. Ich... Danke. Ich bin nur noch dafür, die gute Arbeit abzustellen. Aber erstmal machen wir das Schnatter, 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 Schnatter. Was ist das? Vorsicht, Kobolde! Jawohl, meine Lieblingsgegner, kommt her! An meine Brust! Nicht. Warte, erstmal muss ich hier mal kurz. Shit, wenn die mich alle gleichzeitig treffen, dann machen die meine Ladung von meinem Schwert zunichte. Das ist nicht gut. Jawohl! Einen haben wir schon. Haben wir noch einen, oder? Jawohl! Ich bin schon wieder am Maximum. Ach, Menno. Na gut. Kann ich
ich eigentlich meinen Trollabsud wieder trinken oder habe ich den jetzt leider aufgebraucht? Weil ich habe zwischendurch eigentlich nicht gerastet. Da kommt der immer wieder, das wäre praktisch. Er ist leider leer, verflucht. Ich bräuchte mehr als eine Person. Oh, die Häuser der drei kleinen Schweinchen. Du kennst die Geschichte, oder? Wer hat Angst vor dem bösen Wolf? Sieht aus, als hätte der böse Wolf die ersten beiden Hütten schon weggepustet. Es ist nur noch das Steinhaus übrig. Wir sollten reinschauen. Weißt du noch, was Jos gesagt hat? Mhm. Eine Bohne liegt im Freien und wird von dreimal niemandem bewacht. Könnte hinkommen. Wo ist denn der böse pustende Wolf? In diesem Fall wahrscheinlich ein Werwolf, nehme ich an. Guck mal, da hinten ist so ein dicker Regenbogen. Schön. Oh, das Haus sieht aber auch nicht mehr so stabil aus. Kann ich das mit... Oh, verdammt, das hat ihm nicht gefallen. Ist mir sehr egal, ob das nicht gefallen hat. Ich glaube, wir müssen vielleicht mal anfangen, ein Schild zu legen. Schweine sind leider ziemlich widerstandsfähig, eigentlich. Aua! Ich frag mich, ob Schweine gut trennen. Mein Schild ist ja down. Warum sagt da keiner was? Ja, mach mal! Die Gegner scheinen. Die Viecher scheinen mir relativ feuerresistent zu sein. Was, die drei kleinen Schweinchen sind bis dahin einfach die Nummer, der hier sind. So. Mit einer kann ich gar nicht machen, das ist denn die. Du Sauhund! Aua! Los, heim mich voll! Sauhund? Aua! Ihr könnt mich von der Weltkante stoßen, das wäre unglücklich. So, warte mal, jetzt gucken wir mal kurz ins Mysterium. Bestien! Ach, gegen die wir... Ach, tatsächlich. Wozu Ziegelsteine? In diesem Klima tut es doch eine Strohhütte. Ein kleines Schweinchen. Die drei kleinen Schweinchen sind ein Paradebeispiel für ein sehr betrübliches Phänomen. Sogar authentisch warmherzig Kreaturen bleiben sich selbst überlassen, eigentlich lange freundlich gesonnen. Oh Mann. Schubs mich nicht. Such lieber die Bohnen. Yeah, yeah. Erstmal plündern hier. Zauberstaub. Ob den schniefen kann? Ich habe, glaube ich, viel zu viel Spaß daran. Hier, warte, ich gucke sicherlich nochmal, hart die Hütte bestrafen. Oder auch nicht? Oh. Der große böse Hexer hustete und brustete und schau, eine Bohne. Das gibt's doch nicht. Was gibt es nicht? Du hast tatsächlich Humor. Kümmerlich, aber vorhanden? Etwas kümmerlich, aber doch vorhanden. Du steckst ja voller Überraschungen. Was verbirgst du noch so hinter deiner rauen Fassade? Ich singe nicht schlecht. Ich kann eine kernige Version von Die Jungfern von Vicovaro. Vielleicht lieber ein andermal. Aha, bahnt sich da was an? Aber was quatschen wir hier? Es gibt Arbeit. Wir müssen weitersuchen. Ja, gut. Warte mal, ich wollte euch da ganz helfen. Nebenquest, der wilde Wolf. Nee, das da. Schnatter, schnatter, schnatter. So, machen wir aber in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Witcher 3. Gefällt es dir hier? Nein, ich mag Magie nicht. Illusionen, Portale, all das. Ich traue solchen Sachen nicht. Ein Mann der alten Schule, was? Gefällt mir. Oha, oha, dir gefällt so einiges.